Ja, servus Freunde, hier ist der Mann der guten Laune. Hier ist euer Gute Laune Boy, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich möchte ganz kurz noch Grüße loswerden, weil, ich habe ja gesagt, ich grüße auch gern. Egal wohin, ob es nah oder fern. Scheiß, egal, ich grüße euch alle mal. Und zwar hat mir da der Skyfighter Up in the Sky, ja, der Skyfighter ist ein cooler Typ und der hat mir da was zugesteckt. Und zwar kennt der Skyfighter zwei absolute abgefahrene Turboraketen, die eben Abonnenten von mir sind, und das wäre der Mark Fortenbacher und der Jakob Notter, und sie kommen aus keinem anderen Ort, wie es kann nur diesen Ort sein. Es ist Mötzingen. Uhu. Ich grüße Mötzingen, und jetzt Freunde, Mötzingen kenne ich von Dusty Faster, nämlich auch groß geschrieben, von den Bomberless Hexen aus Mötzingen, und gemeinsam machen wir jetzt noch mal kurz nach Mötzingen Grüße. Mit dem Narrenruf, mit dem Schlachtruf. Alle Mötzinger kennen ihn sicherlich. Und den möchte ich jetzt einfach mal kurz loswerden. Bomberless! Und ihr schreit Hexe. Bomberless! Hexe! Bomberless! Hexe! Bomberless! Hat doch prima geklappt. So, also, liebe Turbo-Raketen hier zwei, bleibt dran. Ja, empfiehlt meinen Kanal weiter, wenn ihr wollt. Ja, hier ist die gute Laune eben groß geschrieben. Bei mir, das zählt im Vordergrund, denn das Leben ist hart und einfach nur traurig genug. So, dann hat mir noch einer was gesteckt, und zwar der Maximilian Geiser. Er ist halt nun mal, wie er ist, ein Frauenaufreißer und kein Hosenscheißer, der Herr Geiser. Ja, ich soll ganz lieb grüßen. Und ich knuddel das ganze Ding auch mal, nämlich Dusslingen 44. Und da komme ich noch nicht so ganz mit. Grüßt er da seine Ortschaft? Grüßt er da seine Stadt? Grüßt er da vielleicht seine Straße mit einer Hausnummer? Oder grüßt er eine Frau oder einen Mann? Wie auch immer, sei es drum, scheiß drauf. Ich grüße halt gern, weil ich bin, so wie ich bin, einfach ein cooler Typ. Viel zu locker und manchmal zu weich im Herzen. Manchmal tut's auch Schmerzen. Ja, so, und dann, Freunde, die Anregung, die hau ich noch raus. Der Yannick Pan hat mir geschrieben, ich zitiere, ich lese mal vor, was er geschrieben hat. Finde es super, was du machst, aber ich wäre für mehr Videos. So 5 Videos am Tag wäre ideal. Das schaffe ich allemal, denn ab nächste Woche habe ich Urlaub, lieber Yannick. Und dann kann ich schon 5 Videos oder sogar mehr raushauen. Freunde, jawohl, wollt ihr mehr? Hier ist das bestimmte Flair. Ja, momentan muss ich auch arbeiten, das ist halt so. Und dann abends mache ich das gerne für euch. Und ja, es ist ja der abgefahrenste Wahnsinn, wie ihr drauf seid, wirklich. Und dann zitiere ich weiter. Er macht sich auch Ideen, und das finde ich super schlau. Vielen Dank, wenn ihr Anregungen und Ideen habt, könnt ihr es ja gerne schreiben, ich bin da offen. Und zwar als Anregung vielleicht mal Witze erzählen oder Scherze machen. Wie damals mit dem Mann auf dem Heimrad, der nicht in Betrieb war. Ihr kennt ihn alle. Es war der Schweizer Piet. Den traf ich damals im Fitnessstudio, und der hat euch immer noch genauso lieb. Ja, Freunde. Und bei dem macht's halt manchmal beim Schweizer Piet macht's halt manchmal piep, piep, piep. Tja. Aber was er macht, hat Hand und Fuß. Deswegen ist er auch mit einer meiner Legenden, meiner Helden. Ja, und was der so macht, keine Ahnung, aber das ist eine gute Idee. Da könnte ich mal wieder vorbeischauen, was
eigentlich der Schweizer so macht. Aber ihr wisst noch das Video, wo er das Schild umhängen hatte, heute Ruhetag. Also, jeder trainiert auf seine Art und Weise, ich fand's Trainieren eben scheiße. So, das ist eben das. Und im nächsten Video zeige ich euch mal, wie man mit einfachen Mitteln Leute über WhatsApp-Sprachnachricht verarschen kann. Also Freunde, bis dahin, piep, 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 ich han euch lieb.